Soll das ein Scherz sein? Hallo? Rena Rouge, ich bin Shadow Moon. Echt jetzt? Sag mir nicht, dass du wieder in Bubbler verwandelt wurdest, weil du nicht in mein Zimmer durftest. Ich bin nicht Nino. Ich bin der Santi-Bubbler. Nino ist bei deiner Familie. Sie sind alle gefangen. Hilfe! 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 Hey, du! Halt deine haarigen Beine von mir fern, okay? Keine Panik. Der Käfer und Monsieur Schnurrhaar retten uns. Inzwischen ist dir wohl klar geworden, dass du mir gehorchen musst, wenn du deine Lieben wiedersehen willst. Was willst du von mir, Shadow Moth? Ich will, dass du Ladybug verrätst. Das ist schlimmer als ein Albtraum, Tiki. Ich kann mich nicht verwandeln, sonst sieht mich jeder. Aya wird sich was überlegen. Deswegen hat sie doch das Miraculous. Dieser Superschurke ist bestimmt ein Senti-Monster. Rena Rouge muss Cat Noir warnen, dass er nicht seinen Kataklysmus bei ihm anwenden darf. Sonst gerät das Senti-Monster außer Kontrolle und die Blasen könnten platzen. Nein! Die einzigen Personen, mit denen du jetzt noch kommunizieren kannst, alias Caesar, sind mein Senti-Monster und ich. Wieso antwortet sie nicht? Oh nein. Hab Vertrauen in Alia, Marinette. Sie hat dich noch nie enttäuscht. Du hast recht. Außerdem taucht sicher bald Cat Noir auf. Die Blasen schweben schon über 5 Minuten in der Luft und noch immer ist kein Superheld in Sicht. Richtig, Clara? Dieser Käse ist noch nicht reif genug. Ja, es ist noch kein Superschurke zu sehen. Jedoch sind die Blasen identisch mit denen, die der Bubbler mal erschaffen hatte. Aber in einer von ihnen ist Nino Lahif, der Schüler, der ursprünglich in den Bubbler verwandelt wurde. Halt dich fern, Clara. Geh kein Risiko ein, bis Ladybug und Cat Noir da sind. Nino, Marinette, Plaque? Na schön, bis wir wieder zurück sind, ist dieser Käse hier vielleicht auch essbar. Plaque, verwandle mich! Danke, dass Sie mit Cat Noir Airways geflogen sind. Bitte beschnurren Sie uns bald wieder. Danke. Das war schön. Fand ich auch. Oh, warte, dein Training. Oh Mist, das habe ich ganz vergessen. Schnell, in Position. Diesmal kriegst du es hin. Ich weiß es einfach. Lieber... Ladybug und Cat Noir sollten sich lieben. Nicht ihr zwei. Meine Eiscreme lügt nie. Schon wieder? Nein, 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 wir lieben uns nicht. Ich habe nur geübt. Bleib hier. André wurde wieder akkumatisiert, aber das ist unmöglich. Du hast ihm vorhin einen magischen Anhänger gegeben, oder? Oh nein, ich war von dieser Paar-des-Jahres-Sache so genervt, dass ich vergessen habe, ihm einen zu geben. Tiki, verwandle mich! Schön, dich wiederzusehen. Meine liebe Freundin, die ich respektiere und für die ich nichts anderes empfinde als platonische Freundschaft. Machst du dich über mich lustig? Ganz und gar nicht. Ich versuche nur, mich richtig zu verhalten. Glücksbringer! Oh ja, bei dem Glücksbringer schnellt mein Puls in die Höhe. Okay, du fährst. Ich habe einen Plan. Da seid ihr. Denkt ihr, könntet mir entkommen? Ich bin glaciert und der böse Eiscreme-Mann. Und nie mehr erkennen ist, was ich gut kann. Es reicht. Wir sind nur Freunde. Okay, los geht's. Lass mich ans Steuer. Wollt ihr entkommen, indem ihr mich an euch bindet? Wohin führt uns das? Ich meine nicht beziehungsmäßig, sondern wohin fahren wir? In welche Richtung? Schon klar. Es geht zum Gare du Nord. Cat Noir, jetzt! Du weißt, was zu tun ist. Ich komme wieder, wenn du bereit bist. Fahr vorsichtig. Bereit, Milady. Stört es dich, wenn ich dich Milady nenne? Nein, das ist okay. Es ist nicht so kompliziert. Wenn ich dir sage, dass etwas nervt, dann hör auf damit. Das war's. Nein! Kataklysmus! Oh.
Robustus. Ich bin Shadowmoth. Du wurdest von Hexan infiziert, meine viralen Senti-Monster. Egal, was du auch tust, von jetzt an spürst du nur noch negative Emotionen. Ich verabscheue dich, Shadowmoth. Tu das ruhig. Bedauerlicherweise bin ich der Einzige, der dein Leid beenden kann, indem ich Hexan zerstöre. Das mache ich allerdings nur unter einer Bedingung. Ich nehme an, du willst Ladybugs und Cat nur als kostbares Miraculous. Ganz genau. Und damit du diese Mission erfüllen kannst, verleihe ich dir die Macht, über jeden Menschen zu herrschen. Perfekt! Markov? Mensch, ich bin Robustus. Gib mir, was für dich am kostbarsten ist. Unser Manga ist für uns das Kostbarste. Was ist mit dir los? Markov? Markov, wo bist du? Markov? Ich bin Robustus. Gib mir, was für dich am kostbarsten ist. Das Backup von Markovs Programmierung ist für mich das Kostbarste. Max? Von jetzt an wirst du jedes Mal rangehen, wenn ich dich anrufe, und wirst mir gehorchen. Jawohl, zu Befehl, Robustus. Markov wurde wieder akkumatisiert. Profitiert 675. Wenn du Miraculous Ladybug rufst, vergiss nicht, den magischen Glücksbringer in die Luft zu werfen. Das ist alles. Das waren wir nicht versprochen. Irgendwas Seltsames. Nicht rangehen! Mensch, ich bin Robustus. Gib mir, was für dich am kostbarsten ist. Marinette, du bist für uns das Kostbarste. Marinette, Schätzchen. Zu Befehl, Robustus. Marinette, du bist für uns das Kostbarste. Wow, das ist wirklich ein super ruhiges Wochenende, Superbug. Du hast recht, Trix. Tja, siehst du? Superbug geht nicht. Ich brauche einen neuen Namen. Tiki, verwandle mich! Aufgepasst, Robustus! Bugger Lady ist jetzt da! Bugger Lady klingt cool, oder? Ach, das geht noch besser. Versteck dich, Trix. Catnoir darf dich nicht sehen. Es gibt sicher eine Erklärung, Nino. Wir finden es raus. Rocketeer, ich bin Shadowmoth. Cat Noir hat dir das Herz rausgerissen und dich in einem Zustand der Trauer zurückgelassen. Also verleihe ich deinen Tränen die Macht, alles zu zerstören. Als Gegenleistung verlange ich nur... Ich weiß, was du willst, Shadowmoth. Keine Sorge. Von ihnen bleibt nichts weiter übrig als ihre Miraculous. Nino, kämpf gegen diese Bösen! Du bist nicht mein Feind, Adrien, sondern Cat Noir. Ich weiß, was du jetzt vorhast, aber das solltest du lieber lassen, in Anbetracht dessen, was Cat Noir bei deinem Freund erwartet. Ich muss mich um Nino kümmern. Plek, verwandle mich! Und wegen des Videos, das ich gepostet habe, ist er mitten in der Nacht bei mir aufgetaucht. Er dachte, ich wäre in ihn verliebt. Dieser Cat Noir. Was? Cat Noir, du hast mir Alia gestohlen. Dafür stehle ich dir dein Leben. Ich hab niemanden gestohlen. Alia liebt dich immer noch. Lügner, ich habe einen Beweis. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Oh, Nino, nicht doch. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie sich verletzen. Komm schon, folge mir. Okay, hier können wir uns in Ruhe verwandeln. Ja, sag mir nicht, du...
Nein, das ist ein Missverständnis. Sonst nichts. Wenn man hören könnte, was wir gesagt haben, würde Nino niemals glauben, dass ich in Cat Noir verliebt bin. Gut, na schön. Verlieren wir keine Zeit. Tiki, Drinks, verwandle mich, verwandle mich. Videoprojektor? Was soll ich denn damit anstellen? Dir wie Nino imaginäre Filme im Kopf ausmalen? Du meintest, wenn Nino gehört hätte, was ihr gesagt habt, gäbe es kein Missverständnis? Oh ja, so ist es. Erinnerst du dich genau daran, was sie auf dem Balkon gesagt hat? An jedes Wort. Könntest du vielleicht eine Klangillusion erschaffen? Na klar doch. Wishmaker, ich bin Shadowmoth. Die Welt hat verhindert, dass du deine Kindheitsträume erfüllst. Von jetzt an ist jeder, den du berührst, gezwungen, sich in den zu verwandeln, der er als Kind mal werden wollte. Und wenn du Ladybug und Cat Noir angreifst, fallen ihre Masken, weil sie von ihren Kindheitsträumen verraten werden. Von jetzt an werde ich nur sein, wer ich sein will. Und dank mir wird nun endlich jeder das tun können, was er schon immer machen wollte. Lebe deinen Kindheitstraum! Als Kind wollte ich der Weihnachtsmann sein. Mein Traum ist wahr geworden. Frohe Weihnachten euch allen! Ho, ho, ho! Ich wollte schon immer Menschen glücklich machen, auch wenn nicht Weihnachten ist. Hey, wie gefällt dein Look? Rock'n'Roll! Lebe deinen Kindheitstraum! Haha, endlich verwirkliche ich meinen Kindheitstraum. Super! Hey! Hallo, mein Sohn! Vater? Jagged Stone? Frohe Weihnachten euch allen! Das ist dein Albtraum, oder? Ich stampfe euch zu breit! Versteck dich da hinter dem Baum! Bleib hier, Marinette! Also, Roboter, wo ist der Brei, den du versprochen hast? Ich muss Luca beschützen! Schnell, Tiki! Verwandle mich! Hier bist du sicher. Danke, Ladybug. Marinette? Hilfe! Ich kann nicht schwimmen! Warte durch, Papa, ich komme! Ich wollte schon immer Robotech sein. Ja, aber wir leben nicht in einem Videospiel. Zerstörer von Träumen! Unraveler. Ich bin Shadowmoth. Unraveler, was ist das denn für ein komplizierter Name? Na gut, Dr. Obsolete? Ich bin kein Doktor. Wie wär's mit Simpleman? Ist der in Ordnung? Na also, der ist einfach. Alles klar, Simpleman. Ladybug und Cat Noir machen auch mein Leben komplizierter. Und deswegen verleihe ich dir die Macht, alles auf der Welt zu vereinfachen. Ah, das habe ich verstanden. Oh nein, Grand-Père Roland! Du wurdest unseretwegen akkumatisiert? Keine Sorge, Kinder, ihr seid nicht das Problem. Das Problem ist die Welt um euch herum. Ich werde euch zeigen, wie viel besser das Leben ist, wenn alles einfacher ist. Und vergiss nicht die einfachste Mission von allen. Bring mir Ladybugs und Cat Noir's Miraculous. Kinderspiel! Ein Schlag mit diesem Brotschieber und jeder wird getroffen, ob Superheld oder nicht. Nein, warte! Einfach! Oh nein! Törichter Superschurke, du hast mich getroffen! Ich nehme dir deine Macht wieder weg! Bist du dir da sicher? Willst du nun die Miraculous oder nicht? Ja, mach weiter. Siehst du, wie einfach das Leben sein könnte, wenn nichts kompliziert ist? Oh?
Wieso haben Sie nicht angehalten, anstatt in mich reinzufahren? Abbiegen ist zu kompliziert. Sie hätten nur rückwärts fahren müssen. Rückwärts fahren ist noch komplizierter. Ich fahre lieber geradeaus. Ist einfacher. Da mich niemand durchlässt, beschlagnahme ich alle Autos. So ist es viel einfacher. Auto beschlagnahmt. Beschlagnahmt, beschlagnahmt und beschlagnahmt. Ich, Nadja, die Reporterin im Fernsehen, berichte euch alles darüber, was heute um uns herum geschieht. Und es läuft wirklich mies, stimmt's, Clara? Ja, ich bin Clara und Reporterin in einem Helikopter. Es gibt viele Probleme in Paris. Die Menschen sind sehr unglücklich, weil ihre Autos nicht vorankommen. Ich kann nicht sehen, der Helikopter fliegt so schnell. Anhalten, Pilot, wir können die Autos nicht mehr sehen. Anhalten? Ah, da. Chilin, ich bin Shadowmoth. Trotz deiner Unschuld haben sie die Handschellen angelegt. Doch dank mir kannst du diese Ungerechtigkeit beenden. Ich weigere mich, jemandem weh zu tun. Du kannst deine Macht behalten, du hinterhältiges Insekt. Och, du verurteilst mich, obwohl du mich nicht kennst. Dabei bin ich doch genau wie du, ein Opfer von Missverständnissen. Und genauso wie du möchte ich niemandem wehtun. Ich glaube dir nicht. Hier ist der Beweis. Wenn du annimmst, verleihe ich dir eine starke Macht, mit der du deine noble Mission vollenden kannst. So sei es. Wenn alle Ungerechtigkeit beseitigt ist, wird der Frieden siegen. Hier ist Sabine Dupart, Shanks Mailbox. Das ist echt seltsam, Tiki. Meine Mutter hat mich noch nie einfach stehen lassen. Sie stehen unter Arrest. Geben Sie sofort auf. Nehmt mir die Handschellen ab. Sie ist verrückt. Los. Vielleicht ist Mama in Schwierigkeiten. Tiki, verwandle mich. Danke, Ladybug. Prost, Maman. Madame. Die Madame mit den Schokolades. Sie wurde vorhin verhaftet. Oh, verhaftet? Das kann nicht sein. Ihr seid eure Aufgabe nicht würdig. Ignoranz hat eure Seelen verdorben. Chilin lehrt euch die wahre Bedeutung von Gerechtigkeit. Versetze Werke! Erklimme den Blitz! Ha! Hängt von den Wolken! Ha! General, sperren Sie mit den gepanzerten Wagen die Gegend ab. Angriff aus Westen! Fordern Sie noch mehr Unterstützung! General, Monsieur Le Maire, wo sind die Panzer, die Sie versprochen hatten? Und die Kampfjets? Erschüttere die Erde! Ha! Unschuldig! Nehmt mir diese Handschellen ab, sonst seid ihr es, die unter der Last der Ungerechtigkeit leiden werden! Hör auf! Du bringst unschuldige Leben in Gefahr! Ladybug! Wo war sie, als deine Unschuld in Frage gestellt wurde, Chilin? Hör nicht auf diese Heuchlerin! Nimm dir ihr Miraculous! Wenn sie Ungerechtigkeit verüben, sind sie nicht unschuldig. Und wenn du sie verteidigst, bist du auch nicht auf der Seite der Gerechtigkeit. Vorsicht, Milady! Heute gibt's einen Gegenständeschauer. Gut, dass du deinen Stabregenschirm hast, Miezekatze. Dearest Family, ich bin Shadowmoth. Keine Sorge, eure magischen Anhänger verhindern nicht, dass ihr eure Kräfte wiederkriegt. Oh. Jeder von euch denkt, er kennt Marinette besser als die anderen. Damit ihr das klären könnt, bekommt ihr alle von mir eure Kräfte zurück. Weirdit, Bakerix, Bifana und Chilin. Der stärkste von euch entscheidet über die Erziehung von Marinette. Aber als Gegenleistung bringt ihr mir die Miraculous von Ladybug und Cat Noir. Ich komme, Marinette. Deinem Befana wird dich befreien. So geht das einfach nicht. Ich werde sie Disziplin lehren. Nur ich kann mein kleines Mädchen beschützen. Marinette, ich sorge für deine Freiheit. Versteckt euch.
Baby ist nicht hier. Sie hat sich rausgeschickt. Hm? Du hast ihr Angst angejagt. Das ist deine Schuld. Nein, deine Schuld. Nein, es ist deine. Nein, deine. Es ist deine Schuld. Deine Schuld. Nein, nein. Es ist deine Schuld. Marinette! Oh, ich habe so einen Hunger. Es ist unmöglich, diesem Verlangen zu widerstehen. Ich brauche... Oh, endlich! Ich habe sie! Ich habe sie! Meine Galette! Oh, nein! Habe ich dir geschont? Das war nicht nett. Was ist in mich gefahren? Dir fehlt die nötige Disziplin, Ladybug. Genau wie meiner Enkelin. Gib mir dein Miraculous! Ich kann nicht aufhören, die Galette ist so gut. Galettes werden nicht gestohlen. Sie werden als Familie gegessen. Dein Miraculous gehört mir. Sieht köstlich aus, Milady. Heb mir ein Stück auf. Auf keinen Fall, Miezekatze. Aber danke für die Hilfe. Du musst dich um Bakerix kümmern. Ich habe einen Notfall. Krieg ich gebacken. Verbrenn dich nicht an mir. Verwandle mich zurück. Tiki, was ist los? Das bedeutet, Sess hatte recht. Ich kenne dich nicht so gut, wie ich dachte. Tut mir leid, Marinette. Aber ich brauche mehr. Tiki, warte. Tiki, verwandle. Marinetta, meine Fee. Gourmet? Bravo, meine Engel. Dank euch habe ich Marinetta zuerst gefunden. Maman? Vor 100 Wochen ist sie verschwunden und 100 Mal wollte ich es dir erzählen. Nuru, Dusu, duale Metamorphose. 100 Mal habe ich versucht, Ladybugs und Cat Noirs Miraculous zu kriegen, um sie zurückzubringen. Dabei war die Lösung gleich hier unter meinem Dach. Ephemeral, ich bin dein Vater, Shadow Morph. Ich verleihe dir die Macht, die Zeit zu beschleunigen und mir zu helfen, deine Mutter zurückzubringen. Als Gegenleistung verlange ich Ladybugs Miraculous und deins. Nein, das kannst du nicht von mir verlangen. Nein, nein. Hast du mich verstanden, mein Sohn? Ja, Vater. Schluss, Kwame. Von jetzt an bin ich dein Meister. Die Stunde deiner Niederlage? Tut mir leid, ich verspreche, es dauert nicht lang. Wenn man Spaß hat, rast die Zeit nur so davon. Weglaufen ist zwecklos. In wenigen Sekunden bist du wieder ein einfaches Mädchen ohne Superkräfte. Sass ist in meinem Nähkasten. Marinette! Die Ohrringe gehören mir! Nein, nein! Adrian, Hilfe! Ja! Mein größter Wunsch wird nun endlich in Erfüllung gehen! Oh, Entschuldigung, Marinette checkt mich! Sass! Wer weiß es schon gut? Sass, Marinette hat mir das geschickt. Ich glaube, sie will, dass ich zu diesem Moment zurückreise, aber sie weiß, das kann ich nicht mehr. Du kannst das nicht, doch ich schon. Ich kann zu jeder zeitlichen Markierung reisen, die irgendwann gesetzt wurde. Aber wenn ein Kwame seine Kraft ohne Besitzer einsetzt, hat es furchtbare Konsequenzen. Die Situation muss wirklich aussichtslos sein, wenn die Hüterin das vorschlägt. Oh, oh nein, nicht doch, nicht schon wieder. Das ist das Ende der Welt. Was ist hier los? Shadow Moth hat wohl Ladybugs und Cat Noirs Miraculous und konnte seinen Wunsch nutzen. Wieso ist es dann das Ende der Welt? Stell dir die Welt als Notizblock vor. Alles, was du aufgeschrieben hast, ist blau. Aber jetzt soll es rot sein. Bevor du alles in einer neuen Farbe aufschreiben kannst, musst du erst alles löschen, was schon blau ist. Das
passiert, wenn sich jemand was wünscht. Das Universum wird zerstört und dann wieder neu aufgebaut. Aber wer weiß wie? Sass, schnell! Zweite Chance! Neko, sei ein braves Kätzchen und bring mir Ladybugs Miraculous. Danach darfst du für immer spielen. Wenn das Cat Noir wäre, würde er nicht mit dir reden? Das stimmt schon, ansonsten redet er viel mehr. Er muss sehr wütend sein, dass ich einen Ersatz für ihn gefunden habe. Hm. Mit dem Schlitz im Rücken sieht sie eher aus wie eine Spardose, findest du nicht? Warte, bis wir ihn zurückverwandelt haben. Zerstöre seine Glocke, ich bin sicher, da ist der Akuma. Warte mal, Ladybug, was, wenn das ein Senti-Monster ist? Dann würdest du durch meinen Kataklysmus außer Kontrolle geraten. Du hast recht. Wow, Plek hat seinen Job als Coach echt ernst genommen. Aber vertrau mir, ich kenne Cat Noir. Hey, was Meets tust du denn da? Miau, miau, Kätzchen. Müsste gehen. Meets, meets, meets. So ist gut, komm her. Das riecht gut. Was macht er da? Katzen fressen manchmal Gras, hilft beim Haarball ausspucken. Cat Noir verhält sich gerne wie ein Clown, aber er würde nicht so weit gehen und echtes Gras essen. Was ich meine ist, deine Zweifel sind berechtigt und ich stimme dir zu. Solange wir nicht wissen, ob wir es mit einem Senti-Monster zu tun haben oder mit einem Superschurken, sollten wir nichts überstürzen. Finden wir mehr heraus. Ich sage das nur, weil du wissen wolltest, wie schnell ich schalte, okay? Aber du bist die Hüterin, was auch immer dein Plan ist, ich befolge ihn. Du hattest von Anfang an recht. Natürlich ist das nicht Cat Noir. Es ist nachvollziehbar, wieso du das gedacht hast. Ja, aber hallo, ich habe meinen früheren Partner mit einer riesen Spardose verwechselt. Ich habe nicht gemerkt, dass er verletzt ist und konnte ihn nicht abhalten zu gehen. Ich bin die schlimmste Hüterin aller Zeiten. Es ist nicht deine Schuld. Vielleicht war der Junge, der Cat Noir war, sensibler als es schien. Aber seine Gefühle für dich sollten dich nicht zwingen, ihm mehr Aufmerksamkeit zu schenken als anderen. Du kümmerst dich um jeden gleich, Ladybug. Und jetzt möchte ich mich um dich kümmern. Danke. Sollen wir? Danke, dass du mich so glücklich machst. Was ich meinte, war... Glücksbringer? Was? Du meintest, du brauchst ein Jojo, um den Glücksbringer zu rufen? Ja, genau. Glücksbringer! Ein Fallschirm. Alles in Ordnung? Ja, aber ich brauche dich. Sorge damit dafür, dass die Katze nicht sieht. Und ich schnappe mir dann die Glocke. Pass auf! Penalty. Ich bin Shadow Moth. Deine Klassenkameraden zwingen dich, Fußball zu spielen. Ich verleihe dir die Macht, sie diesen Sport für immer hassen zu lassen. Um das zu erreichen, wirst du ein unschlagbares Team, dem alles gestattet ist, was zu seinem Sieg führt. Dazu zählt natürlich auch Schummeln als Gegenleistung. Spaß dir, den Sieg und die Miraculous, ich weiß. Luli? Gern Fußball spielen. Okay, dann spielen wir. Aber ich dachte, du magst Fußball nicht. Ich kann es nicht ausstehen. Und wenn ich mit euch fertig bin, werdet ihr dieses lächerliche Spiel auch nie wieder spielen wollen. Chloe, Vergeltung ist niemals die Lösung für ein Problem. Ich bin nicht länger Chloe. Von jetzt an ist mein Name Penalty. Und das hier ist mein Panel-Team. Madame Bustier! Huh?
Die erste Halbzeit geht 45 Minuten. Gewinne ich, spielt in dieser Stadt nie wieder jemand Fußball. Wenn du auch nur annähernd wie Chloe spielst, wird das easy. Ja, nein! Das Panel-Team ist unbesiegbar, ihr blöden Loser! Das Tor zählt nicht. Alia wurde gefoult. Sie hat recht. Rote Karte. Ich mache bei dem Spiel die Regeln. Und Sie, da Sie so gern reden, werden Sie unser offizieller Kommentator. Oh. Gebt ihr etwa schon auf? Und ich dachte, ihr liebt Fußball. Aber ich warne euch, je mehr Tore ich schieße, desto enger wird's für eure Freunde. Willkommen im Stadion der Prinzessinnen. Oder auch nicht. Ich habe nicht vor, dieses Spiel zu verlieren. Tiki, verwandle mich. Oh, um Himmels Willen, alles nur nicht Fußball, bitte. Aber Ladybug und ich sind ein Team. Plek, verwandle mich. Komm zurück. Froggy, komm her. Froggy, halt an. Zeit, nach Hause zu gehen. Risk. Ich bin Shadow Morph. Ich verleihe dir die Macht, die Menschen dazu zu bringen, ihre Ängste zu vergessen. Dank dir werden sie alle Risiken eingehen und werden dich auch alles machen lassen, was du willst. Wow, funktioniert das dann auch bei meinen Eltern? Ja, sobald sie dein Lied hören, werden alle Väter, Mütter und Kinder unbewusst anfangen, riskante Sachen zu machen. Haben wir einen Deal? Ja! Wow! Ach. Wo sind dein Helm und deine Stützräder? Ich bin Froggy, hier komm ich. Das Wort Angst, das kenn ich. Fahr ruhig. Fahrradfahren ist doch gar nicht so riskant. Ich bin Froggy, hier komm ich. Du und ich werden sehr viel Spaß haben, Risk, aber du musst diskret sein. Versteck dein Froggy-Spielzeug gut, denn sonst kommt Ladybug und zerstört es. Dann verlierst du deine Kräfte wieder. Ich versteck's, wo sie's niemals findet. Ich bin Froggy, hier komm ich. Das Wort Angst, das kenn ich nicht. Ladybug, Cat Noir, wer auch immer ihr seid, wo auch immer ihr euch versteckt, ihr tragt nun das Zeichen des Risikos. Natürlich habe ich keine Ahnung, was für einen Fehler ihr machen werdet oder wann ihr ihn machen werdet. Aber ich weiß, dass der Schlag meiner Flügel die Samen der Leichtsinnigkeit gesät hat. Jetzt muss ich nur abwarten und kann dann euren Untergang ernten. Adrien, denk dran, du hast... Schule um 8.30 Uhr, Fechten um 13.30 Uhr, dann Klavier- und Chinesischunterricht. Aber zuerst kommt das Frühstück mit meinem Vater, das er mir seit Monaten verspricht. Ich muss dir was sagen. Was? Oh, er hat wieder abgesagt, oder? Nein, du wirst dich mit ihm treffen, aber zu einer Arbeitssitzung. Dein Vater hatte gestern Abend eine Idee für eine neue Werbekampagne. Bitte zieh das an, bevor du zu ihm gehst. Also was mich angeht, ich würde sehr gerne mit dir frühstücken. Ich bin Froggy, hier komm ich. Das Wort Angst, das kenn ich nicht. Das war's, Plek. Ich hab genug von Werbungen und Fotos. Ich will nicht mehr für die Marke meines Vaters modeln. Ich will sein Sohn sein und wenigstens einmal mit ihm frühstücken können. Ich werde mit ihm reden. Dir ist schon klar, dass dein Vater das überhaupt nicht gut finden wird, oder? Das Risiko gehe ich gerne ein. Vater, wir müssen uns unterhalten. Nicht jetzt, Adrien. Zieh die Sachen an, die du anziehen solltest. Ja, Vater. Komm schon, gib nicht auf. Rebellionen sind wie Käsesoufflés. Auch wenn sie einstürzen, kann man es nochmal versuchen. Mein lieber akkumatisierter Freund, sing so viel du kannst. Wir müssen sicherstellen, dass Ladybug und Cat Noir heute zahllose Risiken eingehen. Wenn wir etwas warten, sehen wir bestimmt Ladybug und Cat Noir. Dafür werde ich so viele Likes kriegen. Entfessle deine Kraft, Strike Back. Was ist los mit euch? Es ist gefährlich, wie ihr geht.
Hallöchen, mein kleiner Freund, hier drüben. Bleib nicht hier, sonst riskierst du es, von dem Bösen verletzt zu werden. Ich bin Froggy, hier komm ich. Das Wort Angst, das kenn ich nicht. Verlieren wir keine Zeit, Carter. Was machst du da? Ich benutze meine Kraft, du schnappst dir den Akuma und bam, wir können wieder andere Dinge tun. Wer weiß, was passiert, wenn du jemand Akumatisiertes direkt triffst. Und wenn es ein Senti-Monster ist, gerät es durch deinen Kataklysmus außer Kontrolle. Na super, das nennst du Kontrolle? Dann kann ich auch meine Kraft einsetzen. Nein, das ist viel zu riskant. Ach, das ist das Problem an dir. Du gehst nie Risiken ein. Natürlich tue ich das. Ich gehe dauernd Risiken ein. Oh ja? Riskierst du es zu wissen, wer wirklich hinter dieser Maske steckt? Oh, du weißt ganz genau, dass das... Unsere Identitäten müssen geheim bleiben, ich weiß. Die Identitäten der anderen Besitzer darfst du kennen. Wieso nicht meine? Habe ich dir schon gesagt, wenn ich wüsste, wer du bist, müsste Shadow Moss mich nur akkumatisieren, um an dich zu kommen. Ich tue das, um dich zu schützen. Du musst mich nicht schützen. Ich werde niemals akkumatisiert. Du weißt überhaupt nicht, wovon du redest. Vielleicht, weil du mir nie irgendwas erzählst. Ladybug, pass auf! Gut gemacht, Rena. Hä? Rena Rouge? Wo ist sie? Rena wer? Na schön, sie hält sich versteckt. Besser, du weißt nicht wo. Es ist zu... Riskant, schon klar. Ich hab's verstanden. Ich bin Froggy, hier komm ich. Oh, komm schon, nicht schon wieder. Endlich etwas Aufregenderes als Macht und Geld. Die Magie des Films. Das ist nicht der Moment für einen Filmdreh, Monsieur Lemaire. Zu riskant. Steuere direkt auf ihn zu. Wenn er uns angreift, kriegen wir tolles Material. Bringt der Superschurke die Menschen dazu, sich so ungewöhnlich zu verhalten? Schon möglich. Ich weiß nur, dass wir es nicht schaffen, ihn zu besiegen, wenn wir andauernd die Leute retten müssen. Ich hole uns Verstärkung. Lenk du ihn ab. Superschurken zu bekämpfen ist kein Spiel. Such deine Eltern. Weiter so. Risiken einzugehen macht sich am Ende immer bezahlt. Ich bin Froggy, hier komm ich. Das Wort Angst, das kenn ich nicht.